Hallo, da bin ich wieder. Und ich grüße euch ganz herzlich. Ich möchte euch etwas fragen. Was ist das? Okay, es ist eindeutig keine Gurke, keine Banane und kein Apfel. Ihr sagt wahrscheinlich nach kurzem Überlegen, das ist eine Mango, ganz klar. Ich sage euch, das ist keine Mango. Und wenn ich gemein wäre, dann würde ich sagen, die Antwort kommt im nächsten Video. Aber ich bin nicht gemein, deswegen erzähle ich es euch gleich. Diese Mango ist nicht nur eine Mango, sondern sie ist vielleicht ein Schulbuch oder ein Mittagessen für ein Kind oder ein Teil einer Schule oder eines Kindergartens. Diese Mango ist eine Flugmango, die ich über ein Hilfsprojekt für Burkina Faso bestellt habe. Und ich fand dieses Projekt besonders beeindruckend, weil es wirklich direkt Hilfe dorthin befördert, wo sie gebraucht wird. Das Problem, das ich immer habe mit irgendwelchen Spenden an große Organisationen, ist, ich spende vielleicht 20 Euro und dann denke ich, okay, wie viel von diesen 20 Euro ist da angekommen, wo ich sie wirklich haben wollte? Und deswegen muss ich zugeben, irgendwann habe ich aufgehört, an große Organisationen zu spenden, obwohl sie theoretisch mehr Möglichkeiten haben, zu helfen als irgendwelche kleinen Projekte. Über dieses Mango-Projekt habe ich zufällig in der Schule meiner Tochter erfahren. Und ich muss sagen, es hat mich sehr beeindruckt. Es ist wirklich clean and simple. Es werden in Burkina Faso Mangos angebaut. Damit die Bauern dort gute Arbeitsbedingungen haben und faire Bezahlung, wird zum Beispiel in Deutschland nach potenziellen Käufern gesucht. Und zwar nicht über irgendwelche großen Supermarktketten, sondern über Schulen und ganz normale Leute. Also ich wurde, wie gesagt, über die Schule meiner Tochter kontaktiert mit der Frage, ob ich Mangos vorbestellen möchte. Und das war ein paar Monate, bevor es dann soweit war mit der Ernte und allem. Das heißt, ich musste mich vorher entscheiden. Und dann habe ich mir den Preis angeschaut und dachte, was? Eine Flugmango für 2,50 €, das kann nicht sein, das stimmt irgendwas nicht. Vielleicht ist das so eine Mini-Mango. Und dann hat sich herausgestellt, nein, nein, so kostet das wirklich. Und dadurch, dass wirklich diese lange Produktions- und Lieferkette ausgeklammert wird, dadurch, dass die Mangos eigentlich direkt aus Westafrika zu den Kunden hier kommen, dadurch macht es sie auch deutlich günstiger. Wenn ich eine Flugmango irgendwo im Laden kaufe, dann zahle ich, glaube ich, je nach Laden zwischen 6 und 8 €. Und das ist ein großer Unterschied. Daraufhin habe ich natürlich gleich eine Kiste Mangos bestellt. Und vor ein paar Tagen sind sie angekommen und wir sind hier am Futtern. Also wir sind ganz begeistert dabei, diese Mangos zu vernichten. Und ein paar Mangos habe ich verschenkt. Und mit jeder verschenkten Mango habe ich diese Geschichte weitererzählt. Und ich finde das Projekt einfach klasse. Und die Frau, die die Mangos managt in Nürnberg für dieses Projekt, ich hoffe, ich werde mit ihr bald ein ausführlicheres Gespräch führen können, ein Interview machen können, um euch wirklich so viel wie möglich über dieses Projekt zu erzählen. Es hat mich wirklich sehr, sehr berührt und ich hoffe, ich werde mehr, als ich bis jetzt tun konnte, Ihnen helfen können. Ich verlinke euch dieses Projekt in der Infobox unter dem Video und ich verlinke da auch ein anderes Video, wo das Projekt vorgestellt wird. Es ist ein kleiner Film auf Deutsch, wo erklärt wird, wie das Ganze funktioniert. Ich würde mich freuen, wenn ihr es anschaut oder auf die Webseite vom Projekt schaut und ja, euch ein bisschen Gedanken macht. Vielleicht könnt ihr ja auch ein bisschen helfen. Das würde mich sehr freuen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.